Hallo und herzlich willkommen zu Super Mario Odyssey Let's Play. Das letzte Mal sind wir hier mit Cityland erstmal fertig gewesen, beziehungsweise wir wollten jetzt schon mal weiter, was wir dieses Mal auch machen werden. Wir haben halt noch ein paar Monde eingesammelt, auf jeden Fall geht's jetzt zum nächsten Ort. Bling! 187! Die Odyssey ist leistungsfähiger! Yo. Alles klar, wo geht's denn als nächstes hin? Oh, wieder eine Entscheidung. Oh, die Qual der Wahl. Was meinst du, wo ist sie hin? Yo! Zwei super tolle Sachen. Ich mag Eiszeug und Küsten. Oh, ist beides nice. Wo wollen wir hin? Polarland oder Küstenland? Nein! Die Entscheidung ist zu schwer. Okay, ich habe einfach randommäßig drauf gehauen. Ja, wir gehen zum Küstenland. Wow. War das gerade ein Thomas der Tank Engine Geräusch oder was? So. Yay, wir haben schon einen halben Ballon. Wie fliegen wir so überhaupt? Keine Ahnung. Wow. Hey, New Donk City! Das nenne ich mal eine überwältigende energetisches Festival, ja? Nutzen wir diese Energie für unsere weitere Reise. Weil wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Ein paar, wow, Wandsprung, wow, wer hätte das gedacht? Man kann ja unter Wand abspringen, ist ja noch nie passiert. Mario, wow, ho, 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 Jump, Run und so, Jump, ja. Schlimm. Tutorial. Küstland, Blubberstrand. Yo. Hallo. Das Glas ist halb leer. Ja, und wisst ihr warum? Weil er daraus trinkt. Darum ist es halb leer. Wenn da Wasser reinkommen würde oder so und es bei der Hälfte wäre, wäre es halb voll, wenn man ja was reintut, okay? Nicht von wegen positiv und negativ gedenkt, gebla. Ja? Ey. Ich mach den ja aggressiv. Die Leute mal labern von Bullshit. Bullshit, ja. So. Gibt's hier auch? Nope. Also klar, wir gehen einfach mal, wir reden hier mal mit dem Kollegen. Hey, du scheinst dich aufzuregen. Bist du Künstler oder was? Hallo. Das ist auch, wenn ihr von euch gesagt habt, aus. Siehst du dieses Grauen auf der Wiesn direkt vor uns? Dann ist euch bereit gemacht und schlürft genüsslich unser kostbares Edelwasser, ja? In sich hinein. So, tu doch bitte etwas. Soll ich einpinkeln? Ich werde nicht ungerührt. Ja, okay. Dann müssen wir dem halt voll auf die Fresse geben, so wie es sich für Mario gehört. Das, was er gerne macht. Leuten auf die Fresse geben. Das ist sein. Sein Lieblings-Zeitvertreib. Okay, und irgendwo versteckt sich hier. Bin verwirrt. Hä, ist doch direkt bei ihm. Was willst du? Ja, den Raum versteckt, der Schatz ist dermaßen gut versteckt, dass hier mit dem Suche deine Augen nichts nützen. Du musst den Boden ansehen mit großen Aufmerksamkeit. Halt mal. Ja, aber. Das vibriert überall stark. Bewegt er sich? Hä? Das ist fies. Hier war es gerade stärker. Hä? Bin ich jetzt doof? Der bewegt sich doch!
Test. Muss ich mich langsam bewegen? Hier. Nee. Gerade warst du. What the fuck geht mit dem Schatz ab? Der verarscht mich doch. Ich krieg's nicht hin. What? Ich höre gleich auf. Nein. Das Drecksteil kann ich nicht mal. Was soll? Das Vibrieren ist überall gleich stark. Drecksteil, hey. Brr. Und immer, wenn man eine Arschbombe macht und dann wieder einfach nur anfängt zu laufen, dann brr, macht es auch noch ein Ruckelteil, was immer da ist. Nicht gerade nützlich ist. Was aber standardmäßig zur Arschbombe dazu gehört. Was ist das? Mhm. Natürlich. Ich meine, was denn auch sonst? Das sollten wir uns vielleicht irgendwann irgendwie merken. Wie kommen wir hier hoch? Gar nicht? Habt ihr es gesehen? Die Oberskills. Die Oberskills. Da schauen wir es am Oberskill an, ja! Ist ja die Frage, wie ich da hochkommen soll. Also. Wirklich? Von hier aus? Ich glaube, ich hätte gar nicht hier hoch. Oh. Okay. Okay, ich kann mir schon denken. Es sollte relativ gut möglich sein. Oh! Ja! Hinauf, dank Wasserrückstoß. Wasserrückstoß, was? Von wegen Wasserrückstoß. Hinauf, dank Oberprofi Ultra Jump'n'Run Skills, Junge! Na, damit hast du nicht gedacht, Spiel. Ja. Look, Wasserrückstoß. Wer braucht denn sowas? Ist doch für Noobs. Was gibt's hier oben? Hoho. Die Musik ist ganz nice. Aber wird ja irgendwie so ein komischer, so Franzosen-Scheiß oder was, ey? Oh, Piraten-Gumba, shit! Ich hab verkackt. Oh, Moment. Hier können wir hoch. Ich dachte, wir kommen hier als Gumba nicht hoch. Anscheinend schon. Hey, du! Bleib! Ah, verdammt! Das war schlecht. Und hier gibt's Muscheln. 100! Das ist auch ein großer Ding. Irgendwas mache ich falsch. So, hey, Gumbas. Sorry. Muss ich mich drehen? Nee, oder? Irgendwas muss man bei dem Wasser machen. Ich weiß nur noch nicht ganz was. Wir werden schon rausfinden. Und. Moment. Alles klar. Holy shit, den habe ich umgebracht. Okay. Oh nein, lass mich ruhig. Es war knapp. Zu knapp. Oh. Und Fatz. Ah, du Drecksack. Okay. Ich bräuchte HP. Wäre ganz cool. Oh shit. 1, 2, 3, 4. Ey! Okay. Das ist ein Problem. Ich habe jetzt nicht auf. So. Wie war das? 1, 2, 1. Oben, links, rechts, unten. Nein. Oben, links, rechts, unten. Oben, links, rechts, unten. Rechts und unten. So. Ah, schlimm. Wenigstens ein Mond. Ich habe hier. Da! So viele tolle, doofe Dicks, Drecks, Blödsinn. Wir haben erst zwei Monde, Mann. Hier ist es.
Ist es endlich mal eine Welt, wo nicht super easy ist, oder was? Ich hab in Cityland rumgemeckert. Das habe ich verdient, das ist jetzt so. Es vibriert schon wieder. Tu mir das nicht anspielen. Es hat aufgehört. Ich weiß nicht, was da los ist. Hey Kumpel, dich brauchen wir gerade nicht, weil überall noch was frei ist. Hm, okay. Hey, what the f... Nein. Was ist... Wieso? Was bist du? Hi. Du bist der Shopper? Willkommen an Bord, wir haben geniale neue Artikel bekommen. Hey, hey, hey. Ja, zum Beispiel, Piraten-Outfit. Kaufen! Ai, ai, Matey! Lass uns diesen mächtigen Oktopus Kiel holen oder so. Ah, da geht's weiter, okay. Und einen Powermond. Nichts leichter als das, ey. Ja, ja, nichts leichter als das. So, wir sind jetzt Piraten. Ja, Shopping am Blubberstrand. Es gibt nichts Männlicheres als ein Blubberstrand. Blub, blub. So, da können wir unsere Ober-Jump'n'Run-Künste unter Beweis stellen. So. Mehr Geld! So, gibt's hier nur Münzen oder was? So. Ah, ja, sonst brauche ich das nicht mehr. Hier oben gibt's wahrscheinlich lila Münzen, oder? Oh, nee, da kommt einfach gar nicht hoch. Ha. Irgendwie muss man doch... Also... Das hier ist bestimmt auch so machbar. Ah, verdammt. Aber irgendwie muss man das Wasser dazu nutzen können, super weit hochspringen zu können. Irgendwas mache ich falsch. Wieso? Spiel. Bitte. Bitte, lass mir wenigstens das hier jetzt. Ich komme da nicht hoch. Okay, nein. Einfach nein. Einfach weg hier. Wir gehen einfach hoch. Machen das von oben. Hi, ja. Oh. Fast geschafft, hab es gesehen. Hoppala, das war ja doof. Nein, abgeprallt. Aber ich weiß, ich kann es schaffen. Moment. Eine Sache muss ich wissen. Da kann man gibt's auch was? Nope, okay. Wir müssen also so einen Seitensprung machen. Verdammt! Mann! Okay, so kommen wir nicht hoch. Wie zur Hölle können wir das Wasser benutzen? Was ist das Geheimnis? Spiel, verarsch mich nicht. Da ist ein verdammter Fisch. Vielleicht können wir als Fisch einfacher dahin. So, das herholen, her damit. Brauche ich. Also. Hier gibt es einen Ort zum Arschbomben. Oh. Nein. Kein Ort zum Arschbomben. Egal, holen wir uns den Jeep Jeep. Also es vibriert wirklich überall. Ist mich verarschen, Spiel. Den Controller will ich aufhören zu vibrieren. Er vibriert viel zu oft. So. So. Ich weiß zwar nicht, was wir hier machen sollen, aber... Man kann... Okay, okay. Wir können wahrscheinlich den Cheap Cheap benutzen. Für so Zeug. Dürfen wir hier weiter? Ja, natürlich nicht. So. Wir können bestimmt hier... Nein. Alles klar. Schade. Ich weiß noch nicht. Wir werden es schon noch irgendwie rausfinden. So, tot. Für immer ewig. Das war's, wir spielen jetzt einfach. Das Spielfeld ist bereit. Cool, lass uns spielen. Bereit, aber kein Ball oder was? Kann man hier irgendwie... Ich fühle mich verarscht, so langsam. Jedenfalls zurück, oder? Es gibt ja gar keinen Volleyballtrainer, wie soll man da einen Volleyball spielen? Es geht ja gar nicht. Oh shit. Wow! Oh!
Easy peasy. Hoi. Meins. Ich habe schon den anderen Shop gesehen. Da wollen wir noch gar nicht hin. Da können wir uns eh noch nichts kaufen. Da unten geht's weiter. Wir. Okay. Hier sind komische Wesen. What the fuck? Was sind das für Steine? Alles klar. Ich will es gar nicht wissen. Sind das Lebewesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Oh. Okay. Upp. Hallo. Hier gibt's Muscheln. Und ich krieg sie nicht. Weil ich zu doof dazu bin. Nein, nicht runter. Leuchtung befindet sich etwas weiter. Ja, ja, ja. Oh nee, hier gibt's bestimmt so viel nervige Secrets. Oder halt gut versteckte Secrets. Hallo. Du bist mein. Hier würde es runtergehen, ne? Hua! Unterwasserstraßentunnel! Lalalala! Ja! Jetzt bräuchten wir nur noch wieder ein Chip-Chip. Für weitere Abenteuer! Chip-Chip! Und das hier hat auch irgendwas mit dem Secret zu tun, oder? Ich versuch mal. Ah, das war's auch schon. Okay. Nichts allzu Interessantes. Ich bin ein Cheep-Cheep. Hallo, was geht? Ja, da ist ein. Das sind ein paar Assi-Gegner. Die können mir nichts. Ich bin ein Cheep-Cheep, ich bin unzerstörbar. Ihr denkt wohl, ihr kriegt mich. Ich bin zu schnell für euch. Sonic Speed. So, und hier gibt's. Wow. Na toll. Ist schon wieder fast Zeit, die Folge zu beenden. Gott verdammt. Ja, wir gehen erstmal hier hoch. Und dann holen wir uns die Flagge. Und, huch, Moment, vielleicht auch nicht. Hey, du. Oh, cool. Ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir den Typ da oben vielleicht auf die Fresse, wenn wir da überhaupt schon hinkommen. Ich beende jetzt aber erstmal die Folge. Und sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.